Ja, also danke erstmal an die Organisation, über 100 Mahnwachen. Das ist wirklich eine stramme Leistung. Heute hat das Wetter zwischendurch mal ein bisschen die Giftstoffe aus der Luft gespült, ist ja auch wunderbar. Habe noch zu Hause ein paar kleine Boxen, so Satellitendinger, die würden eventuell ans Mahnmobil passen. Die bin ich gerne bereit dafür zu spenden. Des Weiteren anmelden ist auch so eine Sache. Ist kein Ding, einmal bei der Versammlungsbehörde anzurufen. Hallo, liebe Kriminalpolizei, macht einen guten Job, beschützt uns vor dem Bösen und erlöse uns von den, naja, dumme Gedanken. Osterei. Ja. Erstmal super, dass 100 Mahnwachen durchgehalten haben und es wird auch noch weitergehen, denn dafür stehe ich hier auch als Mensch ein. Ich finde diese Idee der Mahnwache ist einfach genial. Also nicht nur hier in Hamburg, das muss eigentlich weltweit stattfinden. Nicht nur in London Speakers Corner, wo man eventuell nicht über die Queen reden darf, muss man auch nicht unbedingt. Wen interessiert dann diese Frau? Außer dass die Familie vielleicht noch sehr viel Einfluss in Wirtschaft und Finanzen hat, aber ansonsten ist das so wurscht. Ja, das offene Mikrofon für Klaus von der Heide. Ein Genau. herzliches Willkommen. Danke. Ja, ich bin Mensch, ich bin souverän und ich bin der Klausi. Ich habe drei Sachen nur, die ich hier vermitteln wollte. Einmal den Dank an Henrik und Sven, dass sie so lange durchgehalten haben und die tolle Arbeit geleistet haben. Dann das Zweite, das Wichtigste ist ja Frieden, Frieden, Mahnwache. Und ich wollte hier mal wieder kundtun, dass es verboten ist, Lebendige zu töten, egal wo das ist. Ein deutscher Dichter hat den Satz mal formuliert. Und wer einen Schießbefehl gibt, irgendwo auf der Welt, in Afghanistan, in Syrien oder sonst wo, der ist in meinen Augen ein Verbrecher. Und Parlamente, die das begünstigen oder erlauben, genehmigen, die gehören in den Urlaub geschickt. So, entmachtet gehören die. So, und jetzt habe ich noch möchte ich noch ein Geheimnis lüften, ein offenes Geheimnis. Vielleicht hat der eine oder andere schon gemerkt, dass ich sehr viel gelesen habe, weil ich kein TV-Konsument seit über 20 Jahren mehr bin. So, und da bin ich mal über Bert Spalding gestolpert und über einen Dr. Steinmetz. Es gibt fünf Bücher auf Deutsch von Bert Spalding, das ist ein US-Amerikaner. So, und die haben, Dr. Steinmetz und Bert Spalding, die haben einen Chronovisor entwickelt. Das ist eine Kamera, mit der man in die Vergangenheit ziehen kann, also die Vergangenheit filmen kann. Das heißt, alle historischen Begebenheiten, die sind zu filmen, originalgetreu, ob das die Bergpredigt ist von Jesus oder ob das die Inauguration von George Washington war. Damals gab es noch keine Kameras und keine Tonbänder. Die haben die Rede von George Washington aufgenommen. So, und was bedeutet das, wenn das stimmt? Ich habe das gelesen, also ich bin hier kein Fantast. Wenn das stimmt, dass das möglich ist, dann wird man das, was auf jeder Bilderberger Konferenz beschlossen ist, irgendwann beweisen können mit dieser Technik. Was egal wo auf der Welt beschlossen wurde von irgendwelchen Menschen, kann man belegen und verwenden. Also beschäftigt euch damit. Und dann hier vielleicht zum Schluss noch bei Machiavelli soll das irgendwie stehen. Wehret den Anfängen, wenn irgendwo was querläuft, wenn Widerstand aufkommt, wie Mahnwachen etc. pp., dann wollen die das in den Anfängen halt unmöglich machen, beschweren oder so. Also fallt da nicht drauf rein. Also, ich habe jetzt was verkündet, wo die eigentlich Angst haben müssen, gerade hier in Hamburg. Was da alles im Rathaus und mit Leuten, die im Rathaus Macht hatten, was die gemacht haben, ich mag das hier nicht sagen am Telefon, am Mikrofon, Entschuldigung, das kann alles gefilmt werden in der Vergangenheit. Glaubt es mir, das stammt nicht von mir, von Bert Spalding und Dr. Steinmetz. Vielen Dank. Ja, danke. Interessanter Beitrag. Dazu kann ich kurz wissenschaftlich sagen, also das ist in der Astronomie und Physik ist das also wirklich so. Man kann also 1000 Lichtjahre jetzt von der Erde
entfernt, oder 100 Lichtjahre reichen ja völlig. 100 Lichtjahre geht man also, reist man jetzt also mit einem überlichtschnellen Raumschiff, was es leider noch nicht gibt, reist man also in die Ferne und filmt dann rückblickend die Erde, dann sieht man natürlich das Licht, was erst in 100 Jahren dort angekommen ist. Ne? Und dann kann man also die Erde vor 100 Jahren filmen. Das gibt nur zwei Probleme. Also erstens keine überlichtschnellen also Transportmittel. Und dann halt eben diese feinen Kameras, die dann natürlich ganz, ganz weit die Erde ranzoomen können müssen. Ansonsten ist mir ehrlich gesagt keine Technologie bekannt, die das dann jetzt auf einem anderen Wege schaffen könnte. Aber wer weiß, bei irgendwelchen, wer weiß schon, was in der, was die Science-Fiction sozusagen für uns noch so bereithält. Also man sollte immer offen bleiben für sowas, auch wenn es erstmal sehr interessant klingt. Also besonders interessant. Ja. Danke. Jo, ich wollte auch noch mal ganz kurz was sagen. Mir war es noch mal sehr wichtig zu sagen, Dankeschön, danke an Sven und Henrik, die das hier immer noch am Leben erhalten, so. Weil auch wenn ich selber persönlich nicht mehr so oft hier bin, weil ich einfach in der Aktion jetzt bin und mehr im Handeln bin, so, weil ich hier viel genug gesprochen habe, sich das wiederholt hat irgendwann, bin ich dankbar, dass diese Leute immer noch die Möglichkeit bieten, dass hier neue Leute wieder herfinden und wieder diesen Mut haben, sowas anzufangen. Weil wir brauchen mehr solche Gemeinschaften, wir brauchen mehr Menschen, die draußen aktiv werden, die aus der Stadt rausgehen oder die Stadt langsam irgendwie mit Urban Gardening verändern, weil diese Städte sind Krebstumore für die Natur. Die sind so kranke Abszesse geworden und es ist wichtig, die langsam wieder abzubauen. Wir müssen doch der Natur wieder Luft verschaffen, so, das wäre mir sehr wichtig. Und deswegen danke, dass diese Möglichkeit immer noch geboten wird und dass auch Leute, die damals das versucht haben, in ihre Hände zu bringen und das in ihre Richtung zu drücken, dass das nicht mehr möglich ist. Das hier ist eine freie Mahnwache, hier gibt es keine Orga im Hintergrund, sondern sie steht mit einem offenen Mikrofon für jeden, parteilos, für jeden, der etwas sagen möchte, steht sie zur Verfügung. Der sich was von der Seele reden will, der Leute sucht, mit denen er vielleicht eine Gemeinschaft gründen kann, Land pachten kann und anfangen, diese Erde selbst zu verändern. Denn für mich das wichtigste Thema im Moment ist einfach unser Saatgut, das verändert wird, das Gift, das gesprüht wird. In Argentinien gibt es immer mehr missgebildete Kinder, die werden immer mehr, genau in den Landstrichen, wo Glyphosat und solche Sachen gesprüht werden. Das sind überall Missbildungen, unter den Kindern, unter den Tieren, unter allem, aber nur da, wo diese Landwirtschaft stattfindet. Und diese Firmen wie Monsanto, die sprühen das auch, wenn die Bauern das nicht sprühen wollen. Sie fliegen einfach mit Flugzeugen oben drüber und sprühen trotzdem. Und wir stehen hier und kämpfen gegen Sachen wie Rammstein oder wie, Entschuldigung, das ist nur jetzt vorhin gesagt worden, oder gegen Nestle oder was weiß ich. Wir können dagegen nicht ankämpfen, denn Monsanto hat so viele kleine Saatgutfirmen in Deutschland schon aufgekauft, weil sie es anders nicht geschafft haben. Also gehen sie diesen Weg. Und jetzt werden sie von Bayer geschluckt. Bayer will Monsanto schlucken. So, herzlichen Glückwunsch, happy funeral. So. Aber, und noch viel schlimmer ist zum Beispiel, die WHO hat ja kundgegeben, dass Glyphosat krebserregend ist. So, es wird auch nur darüber gesprochen, weil das Patent jetzt abläuft und alle diese Gifte herstellen dürfen. Aber okay, sie haben gesagt, es ist krebserregend. Und jetzt vor kurzem wurde gesagt, laut WHO, eine neue Studie, Glyphosat ist nicht krebserregend. Was jetzt? Dann haben Guardian nachgeforscht. Es sind 500.000 Euro an diejenigen gespendet worden, die gesagt haben, jetzt auf einmal die Studie öffentlich gemacht haben, es sei nicht krebserregend. Ach so, deswegen. 500.000 Euro, ja, dann kann man natürlich mal seine Meinung ändern und eine neue Studie machen. So. Glaubt nicht diesen Studien, es sind alle gefälscht, die sind alle für Geld bezahlt, die arbeiten alle für dieses perfide System, für dieses ungerechte System. Raus hier, raus, wir können nur noch raus in die Natur, es gibt gar keine andere Möglichkeit mehr. Wenn diese Säulen, ich habe Politik studiert, so 4 Semester, dann hatte ich wirklich gemerkt, was die Leute mir da erzählen wollen, ist Schwachsinn so. Weil diese Säulen, die über uns stehen, die sind so marode und sie sind auch so aufgebaut, dass sie über uns zusammenstürzen werden. Das heißt, es wird Bürgerkriege geben, weil die Menschen so in der Angst und so im Hass sind, dass sie auf einmal ums Überleben kämpfen werden. So. Also lasst uns doch eine Alternative schaffen. Lasst uns in die Liebe gehen, unseren Kindern Mut machen, vor allem den Kindern Mut machen, so dass es nicht das ist, was in den Medien ihnen gesagt wird, weil wir werden alle umerzogen. So, auch wenn es uns nicht auffällt. Wir sagen was gegen rechte Bands. Natürlich sollte man was gegen rechte Bands sagen, weil die was auch komisches Gedankengut verbreiten wollen. Aber ey, verdammt viele Bands und Hip-Hop, gerade im Hip-Hop, sind auch aus der linken Ecke und werden genauso von der DKP und von Leuten unterstützt und werden auch, denen wird auch gesagt, was sie zu rappen haben, damit sie die Kinder beeinflussen können. Alle versuchen an uns rumzuerziehen. Und das brauchen wir nicht mehr mit uns machen lassen. Lasst uns dieses Schachbrett verlassen und lasst uns keinen Krieg mehr führen. Vor allem nicht gegen das Leben.
Lasst uns doch das Leben wieder pflegen. So, ich habe noch ein Gedicht vorbereitet für heute und dann bin ich hier auch weg, weil ich will eigentlich auch nicht so viel reden. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch lesen kann, weil das echt nur noch so ein Fetzen ist, aber ich werde es mal gucken. Oha, das wird schwierig. Gebt mir noch einen kurzen Moment. So, das funktioniert. Das heißt, nicht der Rede wert. Alle reden. Alle reden. Alle reden. Reden übers Reden. Halten Reden übers Reden. Überreden sich zum Reden. Reden über alles und jeden. Reden über das Wetter, die Sonne und zu viel Regen. Sie reden. Sie reden von Geräten in Läden, um das Leben mal so richtig zu erleben. Alle nehmen Leben, anstatt Leben zu geben. Dann doch lieber reden. Reden übers Reden. Reden von eben bereden. Reden über das Beheben von Schäden, während diverse durch Raketen sich ergeben. Zum Reden verabreden, wobei Unschuldige sich ergeben und ableben. Warte kurz, ich muss mal überlegen. Da kann man doch bestimmt irgendwas machen. Da kann man doch was unternehmen. Vielleicht drüber reden. Alle überreden, dass sie miteinander reden und die Waffen dann endlich ablegen. Mein Reden aber lässt mich ja nicht ausreden. Keiner lässt sich gern beim Rausreden reinreden. Und alles lässt sich mit Reden voller Ausreden einreden. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird Zeit, dass endlich jemand etwas unternimmt. Denn sagenhaft ist der Sage nach nur, was man aus dem Besagten macht. Dementsprechend, vielversprechend, empfinde ich, was Sprechgesang so ansprechend ausspricht. Nämlich überhaupt nichts. Zumindest bei den meisten klingt es lausig, es taucht nicht, keiner traut sich. Und wenn doch, kaum einer, der es ausspricht. Wir zeigen mit dem Finger auf den Mond, denn auch Monsanto, Rammstein, Nestlé, alles bloß ein Symptom. Alles ein Symptom unserer kranken, ungerechten Zivilisation. Und nichts und niemand verschont, solange es sich finanziell für uns lohnt. Ich und alle in meinem Umfeld roden die Umwelt, bis auch noch der letzte Baum umfällt. Uns hält nichts und niemand auf. Die Zerstörung nimmt ihren Lauf mit jedem Kauf von Nestlé, Mondelez, Unilever und Coke. Entscheiden wir nämlich über Leben und Tod. Als ob regionale Früchte nicht reichen, gehen wir wie Süchtige über Leichen. Und selbst für ein veganes Leben fliegen wir gnadenlos Avocados um den halben Planeten. Wen interessieren schon 300.000 Kindersklaven auf Kakaoplantagen, werden Verpackungen, schöne Collagen und Siegel mit 75% Fairtrade tragen? So klebt am Cardigan von H&M und am Nike-Schuh leider Blut. Und du sagst danach YOLO oder leider geil dazu. Aber für mich klingt ein leider geil wie ein invertiertes Sieg Heil. Auch wenn das niemandem gefällt, unser Arbeitslager ist die dritte Welt. Wir haben Städte wie Tumore in die Natur gepflanzt, unsere Autos mit ihrem Blut betankt, haben Strand und Meer bis an den Rand herangeteert und wundern uns, wenn unsere Zivilisation nun erkrankt, denn es geht nicht mehr. Die Natur, sie kann nicht mehr. Wir sollten uns eingestehen, so kann und wird es nicht mehr weitergehen. Jeder Wissenschaftler forscht im gleichen System. Jeder Politiker arbeitet für das gleiche System. Ob links, ob rechts, oben, unten, alle im gleichen System. Durch die Stimme abgeben und sie in eine Urne werfen, wird nichts weiter geschehen. Doch es bleibt die Hoffnung auf Veränderung. Vielleicht kommt ja doch noch ein Wendepunkt. Hin zur Handlung und endlich stumm. Denn es ist nie zu spät, wenn der Mensch Liebe lebt. Danke. Bravo, Timothy. Jetzt hast du mich auch noch mal auf den Plan gerufen. Es geht ums Reden. Lasst uns reden. Nuit debout, in Frankreich stehen die Menschen auf der Straße und reden über ein neues System. Sie überlegen sich, wie kann man unser Zusammenleben verändern. Das gibt es auch in Hamburg. Nuit debout, eines praktisch der Töchter oder Söhne der Mahnwache. Teile von der Agora sind dort mit tätig und ich bin natürlich auch wieder dabei, weil ich der Meinung bin, man muss für den Frieden was tun und man muss sich da nicht teilen lassen. Deswegen möchte ich euch einladen, lasst uns reden. Aufruf zur öffentlichen Bürgerversammlung. Seit Anfang März treffen sich in Frankreich Menschen auf öffentlichen Plätzen. Sie reden in basisdemokratischen Prozessen über die Dinge, die im Land nicht stimmen und entwerfen Lösungskonzepte.
Auch in Deutschland haben wir in vielen Bereichen Handlungsbedarf. Das Empfinden der Bürgerinnen, in ihren demokratischen Willen von Politik und Wirtschaft ignoriert zu werden, ist weit verbreitet. Du bist viele. Deswegen mittwochs ab 19 Uhr Karl von Ossietzky Platz in St. Georg auf Facebook unter Nuit de Beau Hamburg. Da können wir reden, da können wir aber auch Handlungen entwerfen und können uns überlegen, wie wir dieses System verändern wollen. Denn ihr kennt ja, was Kielitz vorhin nicht mehr singen durfte. Frieden ist nicht rechts, Frieden ist nicht links. Frieden ist die Kraft in meinem Herzen in mir drin. Frieden ist der Weg, Frieden ist der Sinn. Kriege kann man nicht gewinnen. Kriege kann man nicht verlieren. Und Frieden nur gewinnen.